sind das Beispiel für Größenwahn, Fehlplanung, Inkompetenz. Das macht mich fassungslos. Es ist wirklich ein Gefühl von Wut, denn unsere Regierenden haben das Geld ausgegeben für eine Infrastruktur, die absolut unnütz ist. Ein Geisterflughafen. Und das wird ja auch bleiben. Denn irgendwie hatten die Planer übersehen, dass es eine Autostunde entfernt schon einen Flughafen gab. 150 Millionen Euro in den spanischen Sand gesetzt. Der Flughafen entsprang dem persönlichen Ehrgeiz des Chefs der Region. Und der ließ sich schon mal eine Art Denkmal setzen. Diese Kunst kostet noch einmal 300.000 Euro. Das alles beobachten Martina und Albrecht Klöpfer. Oh, immer noch kein Flugzeug. Immer noch kein Flugzeug. Nee. Seit 10 Jahren lebt das deutsche Ehepaar hier. Von ihrer Terrasse sehen sie direkt auf die leere Landebahn. Geisterbauten in Spanien. Für sie nichts Besonderes. Was mich wirklich ärgert, ist hier völlig unsinnige Projekte. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, in ganz Europa, nur hier sehe ich es direkt. Völlig unsinnige Projekte von Brüssel aus, ohne jedes Controlling genehmigt worden sind. Und das ist das, was die europäische Idee gefährdet. Und das ist das, was mich ärgert. Unsinnige Projekte kennen die Klöpfers viele, gleich vor ihrer Haustür. Straßen, die ins Nichts führen, gebaut für neue Siedlungen, die es nie geben wird. Bürgersteige, Straßen, Laternen scheint wichtig zu sein, um an Gelder, an Kredite oder was auch immer ranzukommen. Für die Häuser reicht das dann eben nicht. Die lokale Baufirmen freuen sich natürlich, dass sie das hier bauen können, und dann ist Wüste. Und davon gibt es reichlich in Spanien. Folge jahrelangen Bauens ohne Plan. Oft finanziert durch großzügige Förderung der Europäischen Union. Damals in den 90er Jahren ebneten Helmut Kohl und Ministerpräsident Felipe González Spanien den Weg in den Euro. Danach flossen Milliarden in den Süden. Eine Scheinblüte begann. Los errores. Spanien hat Fehler gemacht. Ja, aber das war nur möglich durch das Geld, das uns die anderen Länder geliehen haben. Ohne dieses Geld hätte es auch keine Fehler gegeben. Außerdem, das Land, das mit Abstand am meisten von der Europolitik profitiert hat, war Deutschland. Die guten Zeiten in Spanien. Nicht für alle sind sie vorbei. Es gibt noch prächtige Hotelanlagen, wie die von Don Ricardo Aranz, einem der vielen spanischen Baulöwen. Heute in der Euro-Krise sucht sich Don Ricardo seine Geschäftspartner lieber in Arabien, Russland und Fernost. Die Krise für Don Ricardo eine Folge, ausgelöst durch Gier und Leichtsinn. Zweifellos hat Spanien in den letzten Jahren über seine Verhältnisse gelebt. Das hat zur Immobilienblase geführt. Es gab ein allgemeines Gefühl, es könne einem einfach nichts passieren. Die Banken haben dabei sehr leicht, auch leichtfertig, Kredite gegeben an Leute, die von ihrem Geschäft überhaupt keine Ahnung hatten. Dabei profitierte er viele Jahre vom billigen Geld. Die Preise stiegen, alle machten mit, bis das böse Erwachen kam. Die Reichen brachten wie überall ihr Geld in Sicherheit. Der Rest des Landes versinkt in der Wirtschaftskrise. Seitdem die Immobilienblase vor 4 Jahren geplatzt ist, stehen in Spanien überall Wohnungen leer. Über den Euro hat sich Don Ricardo damals sehr gefreut. Heute wäre er ihn am liebsten wieder los. Es wäre viel einfacher, wenn man eine Währung hätte wie die Pesete. Dann könnten wir abwerten. Das haben wir früher 1000 Mal gemacht und es hat immer funktioniert. Wir wären wieder konkurrenzfähig. Wir könnten mehr Grundstücke verkaufen, wir könnten viel mehr Häuser verkaufen, mehr Leute würden Golf spielen und mir persönlich würde es hervorragend gehen. Spanien aber geht es schlecht. Die Banken sitzen auf Bergen fauler Kredite. Allein die Madrilena Bankia benötigt 23 Milliarden Euro staatliche Stütze. Auch, weil viele Kunden in der Krise ihre Hypotheken nicht mehr zahlen können.
Jetzt greifen die Banker zu rabiaten Methoden. Madrid, ein Arbeitervorort. Polizei ist aufgezogen. Sie sichert die Zwangsräumung einer Wohnung. Das passiert in Spanien inzwischen 300 Mal am Tag. Der Hydraulikmechaniker Edwin Alvarado hat in guten Zeiten wie viele andere eine Wohnung gekauft, ist inzwischen jedoch arbeitslos. Die steigenden Zinsen kann er nicht mehr bezahlen. Ihm droht Obdachlosigkeit. Mir ist klar geworden, dass ich die Hypothek nicht aufbringen kann und ich habe der Bank gesagt, ich gebe ihnen den Schlüssel zurück, aber sie haben abgelehnt. Sie wollten mich lieber rausklagen. So bleibe ich auf den Schulden sitzen. Proteste auf der anderen Seite der Straße. Die Nachbarn unterstützen Alvarado. Ich komme, um mich zu solidarisieren, weil ich die Nächste sein werde. Nun begleiten sie Alvarado zu seiner Sparkasse, wollen verhandeln. Sie protestieren, doch die Banker bleiben hart. Alvarado muss raus. Wohin? Das weiß er nicht. Absurd. Menschen verlieren ihr Dach über dem Kopf, obwohl in Spanien 1,5 Millionen neu gebauter Wohnungen leer stehen. Die Wirtschaft schrumpft. Doch die Regierung muss weiter sparen. Und das Volk geht auf die Straße. Die Arbeitslosigkeit steigt. Mittlerweile ist die Hälfte der unter 30-Jährigen ohne Job. Tamara Ahmad gehört zu ihnen. Die gelernte Raumausstatterin wurde schon vor 2 Jahren gefeuert. Seitdem muss sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Sie spricht mehrere Sprachen und verdingt sich als Hausmädchen bei den Reichen Madrids. Wie viele junge Leute hier hat sie die Hoffnung aufgegeben, dass es einmal besser wird. Gut ausgebildet muss sie nun Hunde ausführen. Das alles macht mich einfach nur traurig. Wir leben in einem solch schönen Land. Aber ich sehe leider überhaupt nicht, dass wir jungen Leute hier eine Zukunft haben. Eine ganze Generation ohne Perspektiven? Macht das dem deutschen Finanzminister Sorgen? Na, die europäische Politik gibt dem jungen Spanier viele Perspektiven. Zum Beispiel kann er in Deutschland einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz finden. Das machen auch viele Spanier. Europa ist doch für alle, gerade für die junge Generation, eine große Chance. Mit dem Rat ist Spanien kaum geholfen. Ohne Jugend keine Zukunft. Die Medizin lautet, dieser Kranke, der bereits sehr schwach ist, muss noch mehr ausgeblutet werden. Aber es ist kein Blut mehr da. Das ist ein dramatischer Fehler, für den wir mindestens 10 Jahre lang büßen werden. Im Sommer steckt die Euro-Krise auch noch Italien an. Die Märkte treiben die Zinsen für italienische Staatsanleihen in die Höhe. Kredite, auch für die Unternehmen, werden immer teurer. Und das trifft vor allem den Mittelstand. Venedig. Im Mittelalter war die Lagunenstadt eine der wichtigsten Handelsmetropolen Europas. Bis heute ist die Region im Norden Italiens das wirtschaftliche Kraftzentrum. Hier verdienen die Unternehmen das Geld, von dem das ganze Land lebt. Die Firma Geox zum Beispiel. Gegründet von Mario Moretti Polegato. Er hat Stiefel entwickelt, die Löcher in den Sohlen haben und trotzdem wasserdicht sind. Seit Polegato können Schuhe atmen. Damit hat er es zum zweitgrößten Schuhhersteller der Welt gebracht. Jahrelang ging es bei Geox nur bergauf. Doch jetzt in der Krise schrumpfen die Absätze in den Euro-Ländern, auch auf dem heimischen Markt. In Italien haben wir vor allem Probleme beim Verkauf in unseren Geschäften. Die italienischen Verbraucher sind verängstigt.
vor allem durch immer neue Krisenmeldungen. Sie geben weniger Geld aus als früher. Seit mehr als einem Jahr steckt das Land tief in der Rezession. Gift für Unternehmen wie Georgs. Sie sind das Rückgrat der italienischen Wirtschaft, denn Schwerindustrie gibt es kaum. Von der Regierung fordert der Georgs-Chef einen Kurswechsel. Die italienische Politik muss Maßnahmen beschließen, die den Konsum wieder ankurbeln. Denn wenn die Leute wieder mehr Geld ausgeben, würde auch die Wirtschaft wieder in Schwung kommen. Im Moment aber macht die Regierung genau das Gegenteil. Ministerpräsident Mario Monti hat dem Land einen radikalen Sparkurs und Steuererhöhungen verordnet. So will er den riesigen Schuldenberg abbauen. Die Folge: Arbeitslosigkeit, Proteste, wie in Griechenland. Doch hier steht viel mehr auf dem Spiel. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum. Zu groß für jeden Rettungsschirm. Sein Land müsse schnell wieder auf die Beine kommen. Es gehe auch um die politische Stabilität, mahnt der ehemalige Ministerpräsident Romano Prodi. Wir müssen sparen, wir müssen die Staatsausgaben senken. Das ist alles richtig, aber wir brauchen auch eine proaktive Politik. Ich denke, viele haben noch nicht verstanden, dass Kürzungen allein nicht ausreichen. Kürzungen sind zwar eine Voraussetzung für eine gesunde Wirtschaft, aber Italien braucht auch Hilfe, um sich wieder erholen zu können. Denn Italien rutscht immer tiefer in die Krise. Und das lässt sich mittlerweile auch im einst so reichen Norden besichtigen. Hallen stehen leer. Viele Unternehmen machen pleite. Sauro Sartori verleiht Baumaschinen. Noch vor einigen Jahren hatte er 17 Angestellte. Heute ist er allein, kämpft um seine Existenz. Derzeit ist die Lage hier ziemlich katastrophal. Es gibt kaum Aufträge. Und die Aufträge, die es gibt, werden nicht bezahlt. Deswegen ist die Lage so dramatisch. Denn auch vielen seiner Kunden geht es schlecht. Sie können nicht zahlen. Sartori ist auf Rechnungen in Höhe von mehr als 300.000 Euro sitzen geblieben. Einen Kredit bekommt er nicht. Die Banken verleihen kaum noch Geld. Außerdem sind die Zinsen in Italien noch immer sehr hoch. Das ist eine direkte Folge der Krise. Die Banken sind auch gar nicht mehr bereit, den Unternehmen Kredite zu gewähren. Es kommt also zu einem Dominoeffekt. Ein schwaches Unternehmen kann nicht mehr zahlen und reißt das nächste Unternehmen mit runter. Das ist wie eine Abwärtsspirale. Bei manchen hat das dramatische Folgen. Der Busunternehmer Moreno Dal Pian wusste nicht mehr weiter. Er stand kurz vor der Pleite, weil ausgerechnet der italienische Staat seine Rechnungen nicht bezahlt hat. Ich arbeite vor allem im Auftrag der Gemeinde und fahre Menschen mit Behinderung.